Renate Johnne ist eine deutsche Altphilologin und Epigraphikerin. Renate Johnne, geborene Fiedler, promovierte 1981 an der Humboldt Universität zu Berlin mit einer Arbeit zum Thema Willibald Pilkheimer und das Platonbild des deutschen Renaissance Humanismus. Die wohl wichtigste Arbeit der Ehefrau des Althistorikers Klaus Peter Johnne war das mit Johannes Hirmscher gemeinsam herausgegebene Lexikon der Antike. Hierbei lag die redaktionelle Arbeit vor allem bei der zu der Zeit am Zentralinstitut für alte Geschichte und Archäologie der Akademie der Wissenschaften der DDR beschäftigten Johnne, deren eigenes Dissertationsvorhaben dadurch immer wieder beeinträchtigt wurde. Das Lexikon war so erfolgreich, dass es eine zweistellige Auflagenzahl in Ost und Westdeutschland erreichte. Daneben war sie an der Arbeit zu mehreren weiteren Großvorhaben der Akademie etwa der zweibändigen Kulturgeschichte der Antike beteiligt. Später arbeitete Johnne bei der Berlin Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und war dort stellvertretende Leiterin des Arbeitsvorhabens Deutsche Inschriften des Mittelalters. Sie übersetzte auch Platons Das Gastmal oder Über die Liebe ins Deutsche. Belege Kurt Raflaub die hellenische Poleis und die sozialen Typenbegriffe nach 30 Jahren in Isolde Stark, Elisabeth Charlotte Welzkopf und die alte Geschichte in der DDR, Steiner, Stuttgart 2005 S. Clio Online.